Ja, das müssen wir auf jeden Fall direkt noch mal, müssen wir auf jeden Fall direkt noch mal probieren. So. Heilige Scheiße, ist das meine Schwiegermutter? Ja, ich brauche Munition. Steck in das Ding rein, wo es wehtut. Yeah! Okay, Imperator, ein Horn verlierst du schon mal. Ob ich das zweite auch schaffe, weiß ich nicht. Aber wir sind diesmal auf jeden Fall ein bisschen schneller, weil wir wissen, was wir gerade machen müssen. Wir machen den Hurensohn zum Einhorn! Woo! Alles klar, okay, das klappt bis jetzt wunderbar. Aber er wird böse und ich glaube, er wird immer noch leben, oder? In die Eier! Runter von meinem Damm! Du ekliges... Boah, was ist das für ein großes Viech, oder? Da steckt sein Horn drinne. Alter Verfalter. Haben wir das hingekriegt, ja? Cool. Weiter geht's. Heilige Scheiße, Duke. Das ist wie damals in Beirut. Du müsstest meinen Ständer sehen, Mann. Ich soll die Scheiße hier oben deichseln. Dich braucht Graves am Fuße des Damms. Hab eine Strippe für dich festgemacht. Da kannst du dich abseilen. Aber verbrenn dir nicht die Griffel daran. Keine scharfe Krankenschwester weit und breit. Und wichsen ist dann für eine Weile auch nicht. Alles klar. Du Psycho. Wir sehen uns. Boah, was? Wow, wie geil ist das denn? Boah, wie geil war das denn? Ja, mit so einem Seil, Mann, gibt euch das. So eine Dammmauer runtergesprungen. Auch nice gemacht. General Graves ist im Generatorraum, Duke. Du musst durch die Tunnel und ins Kraftwerk, um dorthin zu kommen. Aber du schaffst das. Oh, schon wieder Tunnel. Warum sind die besten Spiele immer mit so vielen Tunnel? Hat ein Tunnel irgendwas, was andere Räume nicht an sich haben? Ist ein Tunnel... Du findest General Graves im Generatorraum, falls du es irgendwie schaffst, da hinzukommen. Quatsch mir da nicht dazwischen, Mann. Und dann auch noch mit so einer lauten Darth Vader-Maske oder was. Schäm dich. Ich wollte gerade was erzählen, Mann. Egal, wir gehen jetzt weiter nach unten und nähern uns einem nächsten Kapitel. Die Schrumpfmaschine. Ich glaube, wir werden also wieder klein. Ja. Was wird uns erwarten? Du bist der Soldat. Geh rein und erledige die Dinger. Wenn die Luft rein ist, dann bringe ich dich zu dem Lift. Der führt in den Generatorraum, wo auch euer General ist. Aber vorher gehe ich da nicht rein. Moment mal. Ich kann mich nicht unvorbereitet in eine Gefechtssituation begeben. Ich bin nicht einmal bewaffnet.
Womit soll ich mich verteidigen? Keine Ahnung. Wattebällchen? Nimm den Gefrierstrahl. Das ist eigentlich ein Werkzeug, aber Hank und ich frieren damit immer die Ratten in den Rohrleitungen ein. Jede Wette, das funktioniert bei den Aliens ja auch. Ich brauche Kugeln, keine Eiswürfel. Blöd, Mann. Oh, Duke. Vielleicht kannst du die Kerle ja zur Vernunft bringen. Ich kann nicht ohne Waffe da reingehen. Und wir zwei sind hier die Einzigen mit Kampfausbildung. Also warten wir auf Verstärkung, oder? Ich bin die Verstärkung. Okay, Duke, dann nimm du den Gefrierstrahl. Du kannst damit bestimmt viel besser umgehen als ich. Weißt du, irgendwie glaube ich dir das auch. Naja, egal. Wir nehmen mal den Gefrierstrahl. Vorsicht mit dem Ding. Lawrence hat letztes Mal den kleinen Finger verloren. Das ist wirklich gefährlich. Damit kann man sich böse wehtun. Mit so einer leuchtenden Lampe da vorne dran. Mann. Jetzt stehe ich vor Duke Nukem wie ein Trottel da. Wenn du da drin aufräumst, Duke, dann bringe ich dich zum Lift und runter zum Generator. Hört sich gut an. Ist ein Deal. Also, irgendwie ist das ein ganz ungutes Gefühl, was ich gerade habe. Wir haben eine neue Waffe. Sind wieder unter der Erde in irgendwelchen Tunnel. Was kommen jetzt für Gegner? Die Jungs haben keine Chance. Geht doch nichts über Körperkontakt. Ja, also sorry, ne, aber der Gefrierstrahl ist ja mal mega. Ach, der lädt sich automatisch wieder auf? Okay, ich hab nichts gesagt, der ist geil. Zack, einer weniger. Kommt. Ja, wo bist du denn? Ach, da oben. Oh, shit. Okay, jetzt geht hier aber gerade richtig die Post ab, oder? Nichts bei denken, wenn ich gerade ein kleines bisschen ruhiger bin. Aber wenn hier so Action abgeht, dann muss ich mich ein ganz kleines bisschen konzentrieren. Ihr kennt das doch alle. Boom, Junge. So ein Feuerball. Haha, wir haben Papierflieger geworfen. Guck mal. Wir haben Papierflieger in der Hand. Ich hoffe, ihr könnt das sehen jetzt. Zack. Autorisierung fehlgeschlagen? Was soll das denn? Habe ich hier keine Autorisierung oder was? Okay, irgendwas will da durch die Wand. Irgendwas will durch die Wand. Okay, sorry, aber die sind echt gemein. Die sind echt stark, muss ich sagen.
Alter, genau. Ja, okay, und wo sollen wir jetzt hin? Hier ist nichts außer Munition. Ich würde ja sagen, der IDF-Hurensohn ist einfach abgehauen. Aber keine Sorge, wir schaffen dich nach unten wie versprochen. Komm mit! Ja, wir folgen dir. Hoffentlich wirst du nicht aufgefressen. Okay, da wären wir. Heilige Scheiße, hast du einen Saustall hinterlassen. Wortwörtlich einen Saustall.